So, dann sind wir jetzt mal in Berugas Labor und das ist stockfinster, ich sehe kaum was. Er löscht die Kraft, ja. Das Wort Strom kam ja noch nicht. Also ist kein Strom da. Okay, jetzt kommen Gegner. Weil ich meine Waffe dingsen kann. Und was ist das? Ah! Sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens Licht. Somit auch, denke ich mal, Strom. Aber das hier arbeitet alles noch nicht. Ah, da rechts war jetzt irgendwas, oder? Hat irgendwas... Da gehe ich mal nachher durch. Ich schau mal auch, ob der Aufzug geht. Okay, der Aufzug geht auch nicht. Dann muss jetzt zuerst irgendwelche Betriebe wahrscheinlich eingeschalten werden. Es hat bestimmt irgendeinen Grund, dass das hier ist. Wollen sie da irgendwas bewerfen damit? Oder auch nicht? Was ist denn das? Das ist aber nicht so stark, die Waffe, die ich gerade habe. Ja gut, das verwandelt auch mal... Ah, ich habe zwei von den nahen Sterben. Na, Krampf. So, zwei runter geht's. 48. 50. Schauen wir mal, ob der besser geht. Man muss es kombinieren. Ich glaube, ich hätte vorher auch... Wo war denn so viel mehr? Ich hätte vorher mit die Hexe auch besser mit dem mit der Strahlenlanze besiegen können. Ah, ein Schmerz, sehr schön. Weil gegen Untote ein bisschen mehr die Strahlenlanze ein bisschen mehr Schaden gibt. Ich habe allgemein ein bisschen über das Spiel gelesen und habe auch herausgefunden, ganz am Anfang, wo ich dann die Menschen das erste Mal halt, also wie ich Eklimata bestiegen habe und ah, deswegen war das Ding vorher da, okay. Wie ich Eklimata doch den Eismenschen da besiegt habe. Coolen Seelenpanzer. Wo ich die Menschen einfach erschaffen habe, dann bin ich doch aufgewacht in Lhasa und da bin ich anscheinend 3 Jahre im Koma gelegen, bis ich da endlich aufgewacht bin. Das kam eigentlich gar nicht so richtig rüber im Spiel, aber anscheinend waren es 3 Jahre. Sehr gut, das kann ja auch nicht mal mehr verflucht werden, oder? Hat sich da... Moment. Boah. Die gibt mir auch noch 40 zu KP dazu, krass. Okay. Ja. Hm.
Dann kann ich jetzt hoffen. Ah. Arbeiten die auch und ich hoffe, dass dann der Aufzug jetzt auch geht. Boah, der wird mir blöd. Ah, ich kann hier praktisch nicht schlagen, okay. Schauen wir mal, ob ich hier schon was anfangen kann. Irgendein Ampelsystem. Hier kann ich wieder unten tun. Oh, was sind denn das für Dinge? Okay, dann gehen wir mal in dieses Teleport-Ding. Cool, ich habe mich gerade eben teleportiert. Stark. Könnte ich doch eigentlich, wenn ich jetzt das hier so reinwerfe, in die Teleportmaschine? Oh, ich dachte, dann kommt es vielleicht wieder raus irgendwo. Oh, das ist ja schlecht. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass das alles nichts bringt. Dann schauen wir mal hoch. Ein weiterer Schalter. Kann ich jetzt noch weiter runterfahren? Ich habe es vorher nicht getestet. Aber es wäre eigentlich sinnvoll. So. Wow. Ein Dreifachhaufen von Geld. Ja, coolio. Schauen wir trotzdem erst. Na, da geht's gar nicht lang. Ah, da bin ich herkommen. Dann muss ich wohl hier hin, aber ich gehe noch nicht in das. Oder doch, ich muss sogar da in die Teleportmaschine. Mal schauen, wo ich da hinkomme. Oh, neues Level, sehr schön. Level 30. Okay. Eigentlich ist alles, was ich neu sehe, okay. So oft wie ich das da. Genau wie bei diesen
erstaunten Ausruf, oh Gott, oder so. Man denkt nicht nach, man sagt es einfach. Oh, okay. Haben wir schon wieder das? Okay. Eingabe der Daten. Passwort. Bloody Mary. Soll ich das jetzt sagen? Cool. Da kann man jetzt was erfahren auch noch. Vielleicht sollte ich auch mal Biotechnik studieren. Asmodeo. Na toll, der will schon wieder... Der will einfach mal die ganze Menschheit ausrotten. Gut, dann gehen wir einfach mal zurück und schauen, wo es mich jetzt hin verschlägt. Explodier schon. Ah, die brauchen immer so lange wie die Skelette. Oh, der gibt nicht mehr Geld. Und gleich habe ich 20.000 Geld. Aber das muss jetzt noch ein bisschen drauf. Ich möchte jetzt mal hier schauen. Yay! Das nehmen wir gleich. Ja. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Vielleicht kann ich jetzt noch eine Etage tiefer fahren. Oh, das ging aber... Fährt er schon immer so schnell? Ja. Gut. Ich kann mich nicht bewegen. Oh! Das ist wohl ein Endgegner. Megatron heißt er. Die haben ihn auch. Ich glaube, die Beine sind schon ziemlich kaputt. Ah ja, gut. Oh! Warst du schon? Okay, es hat ihn zerrissen. Schauen wir mal weiter. Lauter Zombies.
Er schaut mich an. Oh, ich kann überall schon hinschauen. Ja gut, eine Kiste wird hier wahrscheinlich nicht sein. Und da ist er, gerade in Eis. Gerade war er noch in Eis. Aber jetzt, ja, gute Frage. Hallo. Ja, dann folge ich ihm einfach mal, wenn er schon sagt, ich soll das machen. Oh, der Steifen geht doch hindurch. Achso, das ist auch oben drüber. Okay. Zombie-Nährstoff, der spinnt doch. Ist der Vor-Ding von Resident Evil gewesen? Fucking. Oh oh. So habe ich den auch noch geweckt und jetzt hat. Machen die mich kaputt? Oder haben mich kaputt gemacht? Oh nein, was passiert? Der setzt jetzt das böse Gift an. Oder begegnen mir der Weise? Okay. Ich habe gute Dienste erwiesen. Das ist ja nett, aber ich bin ja tot, oder wie?
Und ich wurde wiedergeboren. Sehr schön. Leider aber auch Beluga und hat ganz Neo-Tokio ausgelöscht. Gut, dann geht's ihm jetzt wohl auch an den Kragen.